Ein Zeitgenosse über das Baden anno 1823. Wer sich des kalten Seebades bedienen will, benutzt einen der Badekarren, die in einer angemessenen Entfernung vom Lande in der See stehen und wohin kleine Brücken führen. Auf einer Treppe steigt der Entkleidete ins Bad. Auch die züchtigste der Frauen darf sich nicht scheuen, sich eines solchen Karrens zu bedienen, denn außer dass solcher an den Seiten verkleidet ist, auch die Eingangstür verschlossen werden kann, ist auch dafür gesorgt, dass durch einen seewärts niederzulassenden Vorhang die Badende sich den Blicken jedes Lauschers gänzlich entziehen kann. Übrigens sind die Badekarren so eingerichtet, dass dem freien Zuströmen des Wassers im Innern des Raumes durchaus keine Schranken gesetzt sind. Aus der Binzer Badeordnung von 1909. Besondere Bestimmungen für das Familienbad. Erstens. Das Baden ist nur in geschlossenen, aus undurchsichtigem Stoff hergestellten Badeanzügen gestattet, die vom Hals bis zum Knie reichen. Zweitens. Einzelnen jungen Damen und Herren ist das Baden im Familienbade nicht gestattet. Drittens. Das Mitbringen von fotografischen Apparaten und Ferngläsern ist verboten. Wer auf Rügen lebt oder seinen Urlaub verbringt, kennt den Sanddornstrauch mit seinem weißsilbrigen Laub und den leuchtend orange-roten Beeren. Seit Jahrhunderten wird der Strauch zur Befestigung an den Küsten und auf Inseln angepflanzt. Gerne werden die Zweige auch als Zimmerschmuck verwendet. Schon seit langer Zeit ist Sanddorn ein altes Mittel der Volksheilkunde. In den 40er Jahren wurde erstmals nachgewiesen, dass Sanddorn die beste natürliche Vitamin-C-Spenderin ist. Sanddornsaft ist die ideale Vorbeugung gegen Erkältung und Frühjahrsmüdigkeit. Und deshalb jetzt für Sie das Rezept. Sanddornsaft. Auf je 1 Kilogramm reife Sanddornbeeren ist dieselbe Menge an Zucker zu rechnen. Die Beeren mit einem Fünftel Liter Wasser eine Viertelstunde leicht kochen. Den Brei passieren und erst danach den Saft süßen. Den noch heißen Saft in die Flaschen füllen. Noch besser ist es, den Zucker durch Rohrzucker oder Honig zu ersetzen.